in Wuppertal. In den Vorläufen heute Vormittag hatten wir uns schon über 3 weitere deutsche Jahresrekorde freuen können. Diese schwamm Larus Thiel über die 50 Meter Brust in 23,81 Sekunden. Nina Sandrin Yassi mit 50 Meter Freistehen in 24,70. Und Leo Leverkus schwamm den 3. Jahresrekord über die 800 Meter Freistehen in 8 Minuten 12,83 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an die 3 Mannschaften, die Staffeln gewonnen hat. Und zwar, das war jeweils die SG Frankfurt, die 2 weitere Meistertitel erringen konnte. Wir beginnen den Finalabschnitt mit den schnellsten Zeitlaufen über die 800 Meter Freistil und 1500 Meter Freistil weiblich. Bei den 800 Freistil sind es die Herren. Es geht dann weiter mit den Finals über die 100 Meter Rücken. Es folgt der 1. Siegerehrungsblock, bevor es dann weitergeht mit den Finalrennen über 50 Meter Brust und die 200 Meter Lagen. Und zum Schluss werden wir dann die Finalläufe über die 50 Meter Freistil weiblich und männlich sehen und beenden das Ganze dann mit dem 2. Siegerehrungsblock. Auch hier nochmal der Hinweis an die Schwimmer, sich dann bitte rechtzeitig im Sammelbereich hier auf der Fensterseite einzufinden. Zur korrekten Durchführung von diesem Wettkampf brauchen wir dann nur noch das Kampfgericht und dann lassen wir sie mal walken. Ich darf Ihnen die verantwortlichen Kampfrichter für diesen Abschnitt vorstellen. Bei den Schiedsrichtern für die Damen ist das Jürgen Bosch von der FINA. Bei den Herren sehen wir Holger Timmermann vom Landesschwimmverband in Niedersachsen. Starter bei den Damen Jochen Singer, Hessischer Schwimmverband. Und bei den Herren Ingo Zacharias, FINA. Der Veranstaltungsleiter Dominik Plamper. Zuletzt bitten wir noch um einen kräftigen Applaus für den Einzug der Körbchen- und Klapptafelkinder. Ja, wenn das Kampfgericht, die Schiedsrichter bereit sind,
Wunderbar, dann fangen wir an mit dem schnellsten Zeitlauf über 800 Meter Freistil der Herren. Ja, ja, du musst einfach anfangen. Du musst die Musik machen, die sind da. Die stehen da. Auf der Bahn 1 am Start für die Sportunion Neckarsulm, Kaspar Helde. Auf der Bahn 2 von Polizei SV Oldenburg, der zweite der deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die 1500 Freistil, Magnus Danz. Auf der Bahn 3 für die Wasserfreunde 98 Hannover, vierter der deutschen Meisterschaften, Levin Peschlow. Auf der Bahn 4 für die Sportunion Neckarsulm, der deutsche Meister, Mahmoud Ahmed. Auf der Bahn 5 von der SG Bad Schwartau, der zweite der deutschen Meisterschaften, Silas Beeth. Auf der Bahn 6 für den deutschen Schwimmverband, zweite der deutschen Meisterschaften über die 1500 Freistil, Henning Mühlleitner. Auf der Bahn 7 vom VfL Sindelfingen, sechste der deutschen Meisterschaften, Marc Sauer. Und auf der Bahn 8 von der SG Ruhr, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2005, Jano Beschnitt. Der schnellste Zeitlauf über 800 Meter Freistil der Herren. Mit Vorsprung vor dem Rest des Feldes vorneweg. Silas Beeth von der SG Bad Schwartau mit 54,19, gefolgt von Mahmoud Ahmed, dem deutschen Meister über diese Strecke. Aber auch da werden wir noch im Lauf des Rennens sehen, wie sich das so alles ein bisschen verschiebt. Ja, Silas hier weiter vorne weg. Die drei Schimmer hier in den Mittelbahnen, Armut, Silas und Henning, haben auch eine recht ähnliche persönliche Bestzeit
Die liegen bei 7,49,75 für Mammut, 7,49,19 für Silas. Nur Henning, seine ist deutlich besser. Die ist allerdings schon aus dem Jahr 2019. Die ist er da bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin geschwommen. Ja, jetzt sehen wir hier dann, dass ein Zwischensport eingelegt wird von Mahmoud Ahmed von der Sportunion Neckarsulm, der jetzt hier ranschwimmt an Silas Beeth vom SG Schwartau, der zwar noch vorne ist, aber jetzt deutlich das Tempo erhöht. Bei der Hälfte der Strecke, da wohl seine persönliche Marschroute so hat, dass er jetzt anzieht und aufschwimmt. Ja, der Abstand, der verkürzt sich immer weiter. Die Frequenz von Mammut auch viel höher als die von Silas. Hier bei der Wende sind es noch 23 Hundertstel Abstand der beiden Schwimmer. Aber auch Henning noch hinten dran da an den Füßen von Silas. Ja, der Abstand wird wie gesagt immer kürzer. Und die beiden ackern hier vorne weg bei der 500 Meter Wende. Jetzt nahezu zeitgleich 900stel auseinander. Also es wird auf einen spannenden Schlussspurt hier rauslaufen. Wie gesagt, nur 6/10 die persönlichen Bestzeiten auseinander von den beiden Schwimmern. Und jetzt zeitgleich hier an der Wende. Bei den deutschen Meisterschaften hatte Mammut hier den etwas besseren Schlussspurt. Die beiden waren da ja auch schon gemeinsam im Rennen. Da wurde Mammut der Erste, Silas den zweiten Platz. Jetzt hat Mammut die Führung übernommen an der letzten Wende. Und Silas versucht natürlich alles, um da dran zu bleiben und die Frequenz mitschwimmen zu können. Ja, Wendezeit 6,45, 6,2 für Silas, das sind 5 Sekunden schneller als, fast 6 Sekunden, über 6 Sekunden schneller als seine persönliche Bestzeit, die bei 7,49,75 liegt. Die wird er so, wenn er weiter schwimmt, deutlich unterbieten. Und Henning schiebt sich immer noch ran, er lässt sich nicht abschütteln auf den dritten Platz. Immer noch an den Füßen von Silas Beeth, aber vorneweg Mammut Ahmed. Jetzt mit deutlichem Tempo nochmal gut die Beine angespannt.
Und damit sind wir bei den letzten paar Metern hier in diesem Rennen. Wir warten auf die Anschlagzeit von Mahmud Ahmed. Sie ist eine 7:42,63. Herzlichen Glückwunsch zu dieser fantastischen neuen Bestzeit. Und Silas Beth mit 7:43,94 und Henning Mühlleitner vom Deutschen Schwimmverband mit 7:45,55 Sekunden. Und auch hier warte ich noch, ob das Ganze korrekt ist, aber natürlich muss dazu erstmal der Lauf vollständig beendet sein. Und damit ist dieses Ergebnis offiziell. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer für dieses tolle Rennen. Damit kommen wir zu den Damen über die 1500 Meter Freistil und den schnellsten Lauf. Auf der Bahn 1 sehen wir für die SG Essen am Start die Meisterin im Lande Nordrhein-Westfalen auf der Kurzbahn, Lea Sophie Wenzel. Auf der Bahn 2 startet für den VfL Sindelfingen die Vizemeisterin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Marian Plöger. Auf der Bahn 3 sehen wir von dem SC Chemnitz die Titelträgerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Julia Ackermann. Auf der Bahn 4 für die TBR Langen am Start die Bronzemedaillengewinnerin der Junioren-Europameisterschaften, Julia Barth. Auf der Bahn 5 für den SV Nicker Heidelberg die Vizemeisterin der offenen Klasse in Deutschland, Fabian Wenzke. Auf der Bahn 6 startet für den SC Magdeburg die Vizemeisterin über die 800 Meter Freistil in Deutschland, Leonie Mertens. Auf der Bahn 7 startet für die TBR Erlangen die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Anna Barth. Und auf der Bahn 8 sehen wir die Vizemeisterin der deutschen Kurzbahnmeisterschaften des vergangenen Jahres für die SG Frankfurt, Marie Strohalm. Es folgt der schnellste Zeitlauf, 1500 Meter Freistil weiblich. Und während das Feld noch ganz eng beisammen ist, können wir mal einen Blick auf die teilnehmenden Sportlerinnen werfen, weil wir hier einiges an internationaler Erfahrung im Becken haben. Und das ist schon erstaunlich, wenn wir noch mal überlegen, dass Leonie Mertens und Fabienne Wenzke auf den Bahnen 5 und 6 die ältesten Sportlerinnen hier sind mit ihren 18 Jahren. Aber auch Marian Plöger auf der Bahn 2 sowie Julia Ackermann auf der Bahn 3 konnten schon international starten bei den Junioren-Europameisterschaften in Otopeni im Beckenwettbewerb sowie in den Freiwassermeisterschaften in Setúbal in Portugal.
dort war auch dieses Jahr Julia Barth am Start. Und das haben sie durchaus erfolgreich getan, denn Julia Barth gewann hier die Goldmedaille, wurde also Europameisterin bei den Junioren über die 5 Kilometer Distanz. Ebenfalls Gold gewann auch Julia Ackermann auf der Bahn 3, die für den SC Chemnitz startet. Ebenfalls über die 5 Kilometer Distanz, da sie eine andere Altersklasse ist, Jahrgang 2007, also mit erst 15 Jahren hier schon auf dem europäischen Kontinent für Furore sorgen konnte. Sie gewann zudem noch eine zweite Medaille, nämlich die Silbermedaille in der Staffel. Und das waren zwei sehr, sehr spannende Rennen. Ähnlich wie sich das hier gerade entwickelt, alle fünf genannten liegen noch sehr, sehr nah beieinander, quasi gleich auf, sodass sich über hier über die 60 Bahnen noch einiges entwickeln dürfte. Und es scheint so, als würden sich jetzt nach 400 Metern auf den Bahnen 3 und 4 Julia Ackermann und Julia Barth ein bisschen absetzen können vom Feld. Und vor allen Dingen der ein Blick auf Julia Ackermanns Vita lohnt sich doch sehr, denn da ist der Briefkopf, wenn sie denn einen hätte, schon sehr gefüllt. Sie hat einen sehr belebten Sommer hinter sich, startete in Portugal bei den Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser, flog dann mehr oder weniger direkt weiter von dort nach Slowenien zu dem European Youth Olympic Festival nach Banská Bystrica, gewann dort zweimal Gold im Becken über die 400 und 800 Meter Freistil, hatte dann 2,5 Wochen Sommerpause, bevor es gemeinsam mit ihrem Chemnitzer Trainer Steven Krüger zu den Junioren-Weltmeisterschaften im Freiwasser ging. Die fanden auf den Seychellen statt. Und auch hier flog sie mit schwererem Gepäck wieder zurück, als sie hingeflogen war. Denn ihr gehörte danach eine Silbermedaille, die sie mit der Mixed-Staffel gewann. Und sie belegte zudem über die 5 Kilometer dort in dem karibischen Paradies den 5. Platz. Und auf der Bahn 5 ist es Marian Plöger, die sich aktuell auch um den 3. Platz kämpft jetzt gemeinsam. Auf der Bahn 5 ist es Fabian Wenske, Entschuldigung,
die aktuell mit um den dritten Platz kämpft, mit Marian Plöger und Leonie Mertens sich hier ein Duell liefert. Fabian Wenzke gelang es bei den deutschen Meisterschaften, die EM-Norm über die 1500 Meter Freistil zu unterbieten, sodass sie ihre ersten Erwachsenenmeisterschaften mit 18 Jahren in Rom erleben durfte, dort also bei den Europameisterschaften am Start war. Und Julia Barth hat sich jetzt aktuell einen Vorsprung von ungefähr 2 Sekunden vor ihrer Namensvetterin Julia Ackermann herausgeschwommen. Als Dritte im Moment unterwegs ist Marian Plöger. Und damit bewegt sich Julia Barth schon, Und aus dem Zweikampf an der Spitze ist im Moment ein einsames Rennen für Julia Barth geworden. Dafür spitzt sich der Kampf um die Silbermedaille zu Marian Plöger und Marian Plöger und Fabienne Wenzke konnten aufschließen zu Julia Ackermann, die sich jetzt erwehren muss gegen diese Angriffe, vielleicht dem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollt. Gucken wir mal auf die Wenden, wie explosiv sie da noch rum und rauskommt. Das ist ja vor allen Dingen auf der Kurzbahn hier ein ganz entscheidendes Kriterium, wo man sich 59 Mal um die eigene Achse drehen muss.
Und bei noch 450 Metern zu gehen ist weiterhin Julia Barth in Front, inzwischen mit knapp 3 Sekunden Vorsprung vor Fabienne Wenske, die sich auf den zweiten Platz geschoben hatte, die, wie gesagt, bei der EM in Rom auch unterwegs gewesen ist. Und dahinter ist es sehr, sehr eng zwischen Julia Ackermann und Marian Plöger. Hier geht es um die Bronzemedaille. Und nur noch mal zur Einordnung, die Zeit, zu der Julia Barth hier gerade unterwegs ist, wird sich so im Bereich 16 Minuten, 15 Sekunden bewegen. Und bis man in den deutschen Bestenlisten jemanden findet, der schon mal schneller war auf der Kurzbahn, muss man bis ins Jahr 2020 zurückgehen, als sich Lea Boy und Sarah Wellbrock im Februar in Wiesbaden mit einem Duell lieferten, das Sarah Wellbrock in 15 Minuten 47 für sich entscheiden konnte. Interessant zu sehen, mit welcher Frequenz und mit welcher Intensität Fabienne jetzt versucht, den Rückstand auf Julia zu verkürzen. Es bleiben ihr für diese Aufholjagd noch 300 Meter. Würde mal da auf die nächsten 50, 75 Metern einen Blick werfen, ob es ihr gelingt, den Rückstand noch mal zu verkürzen, so auf eine halbe Körperlänge heranzukommen, oder ob sich diese Reihenfolge, wie die beiden dort vorne gerade ihre Bahnen ziehen, manifestiert. Interessant bleibt weiterhin der Kampf um Platz 3 zwischen der erst 15-jährigen Julia Ackermann und der 16-jährigen Marian Plöger. Bei noch 200 Metern zu gehen, hat sich der Vorsprung jetzt eingependelt. Julia Barth schwimmt hier offensichtlich dem Sieg entgegen. Wer da genau hinguckt und von oben den Blick hat, es ist tatsächlich so, dass sich ihre Badekappe so peu à peu von ihrem Kopf verabschiedet. Vielleicht rührt daher auch das schnelle Tempo, weil sie gerne ankommen möchte, bevor die Kappe komplett verloren gegangen ist. Hinter ihr dicht auf den Fersen ist Fabienne Wenske, die ziemlich sicher aktuell auf dem zweiten Platz liegt. Und dahinter ist es Julia Ackermann, die schon etwas mehr kämpfen muss. Das sieht man an den Wänden, wo sie doch deutlich eher wieder an die Wasseroberfläche kommt als ihre Kontrahentin Marian Plöger. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass die Kräfte langsam aber sicher schwinden und zur Neige gehen. Für alle vier dort vorn sind es jetzt die letzten 100 Meter, die beginnen. Und die Trillerpfeife, das untrügliche Zeichen. Die letzten 50 Meter haben begonnen und völlig überraschend hat Fabienne hier doch nochmal ganz schön zu kämpfen. Auf den letzten 2, 3 Bahnen muss sich den Angriffen ihrer jüngeren Kontrahentinnen Marian und Julia erwehren, während Julia Barth auf die letzte Bahn geht, nochmal Volldampf gibt und so bei den angekündigten ungefähr 16:15 hier ins Ziel sprintet. Die letzten Züge, Kopf runter, Anschlag und 16 Minuten 11:35 mit halber Badekappe auf dem Kopf. Zweite
wird Fabienne Wenzke in 16:16:43 gangbar knapp vor Marian Plöger in 16:17:07 und Julia Ackermann in 16:17:76. Alle vier, sieht man, haben sich bis aufs Letzte verausgabt und sich ein durchaus spannendes und packendes Rennen geliefert. Und um die Siegerzeit von Julia einzuordnen, es war tatsächlich vor 2 Jahren, 2020, dass das letzte Mal eine deutsche Schwimmerin auf der Kurzbahn schneller war, als sie jetzt erzielten 16 Minuten 11. Herzlichen Glückwunsch! Dann habe ich jetzt die große Ehre, den Wettkampf fortzusetzen. Wir kommen zu den Finalläufen über 100 Meter Rücken weiblich. Wir beginnen mit dem JTM und AOF-Finale. Hier sehen wir auf der Bahn 1 am Start für die SG Gladbeck Recklinghausen die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Vianna Gioia D'Amico. Auf der Bahn 2 für die SG Bergheim am Start die 6. Platzierte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Acelia Zela-Baas. Auf der Bahn 3 die Siegerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften für die SG Berliner Wasserratten, Clara Sophie Beierling. Auf der Bahn 4 startet für die SG Dortmund die 5. Platzierte der DJM, Selina Springer. Für den TPSK auf der Bahn 5 am Start, Jana Strand. Auf der Bahn 6 sehen wir für die SG Gladbeck Recklinghausen die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Jahrgang 2006, Blanka Brune. Auf der Bahn 7 vom Hamburger SC die Vizemeisterin der dort deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Leni Labarre. Und das Feld komplettiert auf der Bahn 8 die 4. Platzierte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften für die SSG Erlangen, Nerea Gutierrez. Wir sehen das 100 Meter Rücken Finale JTM AOF. Und das Rückenschwimmen auf der Kurzbahn lebt extrem von seinen effektiven und schnellen Tauchphasen. Selina Springer auf der Bahn 4 ist hier durchaus eine gewisse Bekanntheit dafür, auf den kurzen Strecken für Delfin und Freistil zu Hause. Aber auf der 25-Meter-Bahn funktioniert auch das Rückenschwimmen ganz gut, wie sie demonstriert. Mit ihr zusammen unterwegs ist auf der Bahn 6 Blanka Brune, die sich hier in Front schiebt. Und Clara Sophie Beierling auf der Bahn 3 ebenfalls eine ausgewiesene Rückenexpertin.
Und es geht auf die letzte Bahn, die letzten 25 Meter. Aktuell in Front auf der Bahn 3 Clara Sophie Beierling, die sich den Angriffen von Selina Springer und Jana Strand und Blanka Brunner wehren muss, hat die Hand aber zuerst dran. In 1:01:85 geht der Sieg in diesem Lauf an. Clara Sophie Beierling auf dem zweiten Platz. Selina Springer für die SG Dortmund 1:01:96 und dritte wird Blanka Brunner in 1:02:11. Das Ergebnis ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch zu diesen schnellen Zeiten. Es folgt das 100 Meter Rückenfinale in der offenen Klasse. Hier startet auf der Bahn 1 für die SG Essen die NRW-Meisterin aus dem Jahr 2022 über die 200 Meter Rücken, Jennifer Pietrasch. Auf der Bahn 2 sehen wir für die Wasserfreunde Spandau 04 die Bronzemedaillengewinnerin der offenen deutschen Meisterschaften, Sonele Öztürk. Auf der Bahn 3 startet die NRW-Meisterin für den SV Rhenania Köln, Iris Julia Berger. Auf der Bahn 4 sehen wir die Olympiateilnehmerin und Goldmedaillengewinnerin der deutschen Meisterschaften für den SV Halle Saale, Laura Riedemann. Auf der Bahn 6 startet für den SC Magdeburg die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Anna-Maria Börstler. Auf der Bahn 6 für die SG Frankfurt im Wasser die WM-Teilnehmerin von Budapest 2022, Caroline Pielatsch. Auf der Bahn 7 für den SC Chemnitz dabei die dritte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Lise Seidel. Und das Feld komplettiert auf der Bahn 8 für die SG Vago die dritte der NRW-Meisterschaften, Lina Kröger. Und es ist Laura Riedemann, die über diese Strecke im vergangenen Dezember 21 bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi schon am Start gewesen ist. Im Moment eigentlich die Sportlerin in Deutschland, die die schnellsten, besten Tauchphasen hat. Auf der Bahn 6 im Moment auch Caroline Pielatsch mit dabei, die das Startrecht für die SG Frankfurt besitzt, international für Österreich unterwegs ist. Und die beiden umrahmen die erst 16-jährige Anna-Maria Börstler, deutsche Jahrgangsrekordhalterin vom SC Magdeburg. Und Laura Riedemann geht mit einem kleinen Vorsprung auf die letzte Bahn und führt jetzt das Feld an mit einer halben Körperlänge Vorsprung und wird diesen Vorsprung auch ins Ziel bringen. Entscheidend ist, was passiert auf dem zweiten Platz. Die Anna-Maria Börstler hatte die Hand zuerst dran. Laura Riedemann unter einer Minute 59,34 Sekunden reichen zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an 1:00:28 an Anna-Maria Börstler. Und nur 400stel dahinter Caroline Pielatsch für die SG Frankfurt 1:00:32. Herzlichen Glückwunsch den Siegerinnen und Platzierten. Das Ergebnis ist offiziell. Und damit kommen wir zum Finale über 100 Meter Rücken der Herren im JTM EOF. Auf der Bahn 1 am Start für den Düsseldorfer SC, der dritte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Ben Jurecki.
Auf der Bahn 2 für die SG Bayer, der zweite der deutschen Jahresmeisterschaft über die 50 Meter Rücken, Gianluca Redut. Auf Bahn 3 für VfL Osnabrück, der zweite der niederdeutschen, der norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften, Jark Brandt. Auf der 4 vom Berliner TSC, Vincent Passig, der dritte der EOF. Auf der Bahn 5 vom SV Cannstatt, Richard Schmiedefeld. Auf Bahn 6 am Start für die SSF Bonn, zweiter der deutschen Jahrgangsmeisterschaft im Jahr 2007, Tobi Gotzel. Auf der Bahn 7 vom WSV Benixen, dritter der norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften über die halbe Distanz, Kevin Ehrenfort. Und auf der Bahn 8 für die SG Essen, Jan Bäumer. Das JTM-EOF-Finale über die 100 Meter Rücken männlich. Ja, die Schimmer, die hier am Start sind, gehen eben in die JTM-AOF-Wertung ein. Aber auch im nächsten Finale, im offenen, sind da noch zwei Schimmer am Start, die wir da noch mit berücksichtigen müssen. Aber als erster wendet jetzt hier Vincent Passig vom Berliner TSC in der 26,13 vor Jark Brandt auf der Bahn 3 und Richard Schmiedefeld auf der 5 hier, Drittplatzierter vom SV Cannstatt. Und die drei Schwimmer hier auch in diesem Rennen weiterhin vorne weg. Aber ganz klar, Vincent Passig, der zweite der deutschen Jahrgangsmeisterschaften hier, vorne mit dem schnellsten Anschlag in der Zeit von 54,60, gefolgt von Richard Schmiedefeld, zweitschnellster in diesem Lauf mit 55,50. Und in diesem Finale drittschnellster ist Jark Brandt mit 56,16. Und auch dieses Ergebnis ist offiziell. Und damit kommen wir zum offenen Finale über 100 Meter Rücken der Herren. Auf der Bahn 1 am Start vom SC Delfin Ingolstadt der deutsche Jahrgangsmeister Maximilian Hagel. Auf der Bahn 2 für den VfL Sindelfingen, dritter der deutschen Meisterschaft Marvin Dahler. Auf der Bahn 3 für den Erfurter SSC, der zweite der deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die 200 Meter Rücken, Oskar Schildknecht. Auf der Bahn 4 für die SSG Leipzig, Marek Ulrich. Auf der Bahn 5 vom Ahrensburger TSV, der deutsche Kurzbahnmeister, 22 über die 200 Meter Rücken, Cornelius Jahn. Auf der Bahn 6 für die SC Aqua Köln, der zweite der türkischen Kurzbahnmeisterschaften über die 200 Rücken, Metin Aydin. Auf der Bahn 7 für den SG Mönchengladbach, Adrian Bierewitz. Und auf der Bahn 8 für den VfL Sindelfingen, dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die doppelte Distanz, Bastian Kempf. Das 100 Meter Rückenfinale der Herren.
Ja, nach der Hälfte des Rennens hier vorne weg. Marek Ulrich von der SG Leipzig, der auch über diese Strecke im Weltcup am Start war in Berlin, dort einen fast fantastischen fünften Platz im Finale erreichte. Marvin Dahle vom VfL Sindelfingen hier jetzt noch mit auf Zweitplatz hier dabei. Aber jetzt schiebt sich das Ganze schon wieder auseinander. Marek Ulrich weiterhin vorne hier in diesem Rennen, in diesem Finallauf vor Cornelius Jahn auf der Bahn 5. Und die Bahn 6, Metin Aydin, der da noch mit dicht auf ist, aber gerade noch aufgeschwommen wird. Marek Ulrich vorne mit 52,23 Sekunden und Cornelius Jahn mit 52,58 Sekunden. Metin Aydin von SC Aqua Köln mit 53,02. Und wir haben, wie fast schon erwartet, einen neuen deutschen Jahrgangsrekord hier von Oskar Schildknecht vom Erfurter SSC mit 53,13. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jahrgangsrekord. Und das Ergebnis des Finales ist auch hiermit offiziell. Und gleich hier der organisatorische Hinweis, wir führen jetzt die Siegerehrung durch über die 800 Meter Freistil der Herren, die 1500 Meter Freistil der Damen und dann noch die 100 Meter Rückenstrecke. Ich bitte die entsprechenden Schwimmer, sich am Eck, wo die Glasseite ist, da einzufinden und ihr lauft dann gemeinsam ein. Da ist auch nochmal wichtig, dass auch die Nachwuchswertung natürlich noch von heute Vormittag hier mit reinspielt. Über die 800 Meter Freistil, über die 1500 Meter Freistil. Ich hoffe, die Schwimmer Simon Reinke, Leo Leakus haben das auf dem Schirm, dass sie auch noch zur Siegerehrung sich einfinden sollen. Und dann werden wir auch in Kürze mit dieser ersten Siegerehrung starten. An der Stelle der kurze Hinweis, vorne im Vorraum, dort wo der Einlass ist, befindet sich ein kleines Catering. Wer also ein bisschen Hunger oder Durst verspürt, kann sich dort gerne etwas holen. Und damit kommen wir zum ersten Siegerehrungsblock. Die Siegerehrung wird durchgeführt von Matthias Nocke, dem Beigeordneten der Stadt Wuppertal für Kultur und Sport. Und wir bitten die Schwimmer für das JEM-AOF-Finale für diese Wertung über die 800 Freistil zum Siegerpodest. Auf dem dritten Platz mit deutschem Jahrgangsrekord in der Zeit von 8 Minuten 12,26 Sekunden von der SGA Karlsruhe, Leo Leakus. Den zweiten Platz belegt in 8 Minuten 11,78 Sekunden von der SG Essen, Simon Reinke. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in der Zeit von 8 Minuten 00,48 Sekunden von der SG Ruhr, Jarno Bäschnitt. Herzlichen Glückwunsch! Und damit kommen wir zur Siegerehrung für die offene Wertung über 800 Meter Freistil der Herren. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 7 Minuten 45,55 Sekunden für den Deutschen Schwimmverband Henning Mühlleitner.
Auf dem zweiten Platz in 7 Minuten 43,94 Sekunden von SG Bad Schwartau, Silas Beeth. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 7 Minuten 42,63 Sekunden von der Sportunion Neckarsulm, Mahmoud Ahmed. Herzlichen Glückwunsch. Wir setzen die Ehrung fort über die 1500 Meter Freistil weiblich mit dem JTM und AOF-Jahrgängen. In der JTM AOF-Wertung belegte den dritten Platz in einer Zeit von 16 Minuten 17 Sekunden und 76 Hundertstel für den SC Chemnitz Julia Ackermann. Auf den zweiten Platz schwamm für den VfL Sindelfingen 16 Minuten, 17 Sekunden und 7 Hundertstel Marian Plöger. Und schnellste Sportlerin bei den JTM AOF-Jahrgängen war für die TB Erlangen in 16 Minuten 11,35 Julia Barth. Damit kommen wir zur offenen Wertung 1500 Meter Freistil weiblich. Hier belegte den dritten Platz in einer Zeit von 16 Minuten, 17 Sekunden und 7 Hundertstel für den VfL Sindelfingen. Herzlichen Glückwunsch, Marian Plöger. Zweite und deutsche Vize-Kurzbahnmeisterin wird in einer Zeit von 16 Minuten 16,43 Sekunden für den SV Nicker Heidelberg, Fabienne Wenske. Und nicht nur den Titel im Nachwuchs, sondern auch den Titel in der offenen Klasse erschwimmt sich für die TB Erlangen in 16:11:35 Julia Barth. Wir setzen die Siegerehrung fort mit den 100 Meter Rücken weiblich JTM AOF-Jahrgänge. Den dritten Platz belegt in einer Zeit von 1:01:85 für die SG Berliner Wasserratten Clara Sophie Bayerling. Den zweiten Platz belegt in 1:00,62 Sekunden für den SC Chemnitz Lise Seidel.
und den Titel der deutschen Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin holt für den SC Magdeburg in einer Zeit von 1:00:28 Anna-Maria Börstler. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Damit kommen wir zur Siegerehrung. 100 Meter Rücken, weiblich, offene Klasse. Hier belegt den dritten Platz in einer Zeit von 1:00:32 für die SG Frankfurt Caroline Pilatsch. Deutsche Vize-Kurzbahnmeisterin über die 100 Meter Rücken wird für den SC Magdeburg in 1:00:28 Anna-Maria Börstler. Und den Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin gewinnt für den SV Halle Saale in 59,34 Sekunden Laura Riedemann. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Und wir kommen zur Siegerehrung über die 100 Meter Rücken der Herren für das JTM AO-Finale. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 54,60 Sekunden Vincent Pasek, Berliner TSC. Auf dem zweiten Platz in 55,41 Sekunden vom SC Delfin Ingolstadt, Maximilian Hagel. Und mit neuem deutschen Jahrgangsrekord in der Zeit von 53,13 Sekunden neuer deutscher Nachwuchskurzbahnmeister im Jahr 2022 vom Erfurter SSC Oskar Schildknecht. Wir kommen zur Siegerehrung für das 100 Meter Rücken-Finale in der offenen Wertung. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 53,02 Sekunden von SC Aqua Köln, Metin Aydin. Auf dem zweiten Platz in 52,58 Sekunden vom Ahrensburger TSV Cornelius Jahn. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 52,23 Sekunden von der SSG Leipzig, Marek Ulrich. Herzlichen Glückwunsch an die Schwimmer. Und herzlichen Dank auch nochmal an Matthias Nocke, dem Beigeordneten der Stadt Wuppertal, für Kultur und Sport für die Durchführung dieser Siegerehrung.
Wir setzen den Wettkampf fort mit den 50 Meter Brust weiblich Finals und beginnen mit den JTM AOF Jahrgängen. Hier sehen wir auf der Bahn 1 für den Hofheimer SC die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Hanna Schneider. Auf der Bahn 2 startet für den Deutschen Schwimmverband die Finalistin der AOF-Wettbewerbe, Lena Ludwig. Auf der Bahn 3 startet für die Wasserfreunde Spandau 04 die Bronzemedaillengewinnerin der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Clara Antok. Auf der Bahn 4 startet für den Delmenhorster SV, Emma Kämpfe. Auf der Bahn 5 sehen wir für die SSG Leipzig die deutsche Jahrgangsmeisterin Alia Scheffel. Auf der Bahn 6 startet für die SG Essen die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Jamilia Drum. Auf der Bahn 7 schwimmt die Titelträgerin der NRW-Jahrgangsmeisterschaften für die SG Mülheim, Arlen Ruhmbaum. Und auf der Bahn 8 sehen wir für die SSG Leipzig die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Sophie Luschnitz. Das Finale 50 Meter Brust weiblich JDM AOF Jahrgänge. Und die 50 Meter Brust sind logischerweise eine ausgewiesene Spezialität für die Sprintexpertinnen. Da gehört unter anderem im Jahrgang 2007 Jamilia Drum auf der Bahn 6 dazu und auch Lena Ludwig auf der Bahn 2 aus dem gleichen Jahrgang, die den DSV schon international vertreten durfte. Und das beste Ende für sich hat Alia Schiffel von der SSG Leipzig in 32,32 Sekunden vor Clara Antok von den Wasserfreunden Spandau in 32,36 und Lena Ludwig belegt den dritten Platz 32,57. Es konnten sich damit alle zum Vorlauf steigern. Herzlichen Glückwunsch! Wir setzen den Wettbewerb fort mit dem Finale der offenen Klasse über 50 Meter Brust weiblich. Auf der Bahn 1 startet für die SV Schwäbisch Gmünd die Bronzemedaillengewinnerin der deutschen Meisterschaft mit der 4x100 Lagenstaffel, Dana Akmedova. Auf der Bahn 2 sehen wir die süddeutsche Vizemeisterin für die SG Frankfurt, Nika Steigerwald. Auf der Bahn 3 startet die deutsche Vizemeisterin für die SG Stadtwerke München, Julia Tietze. Auf der Bahn 4 für die SG Neukölln am Start die deutsche Meisterin über die 50 Meter Brust, Nele Schulze.
Auf der Bahn 5 startet für den SC Wiesbaden die EM-Halbfinalistin über diese Strecke, Anneluise Pallmanns. Auf der Bahn 6 sehen wir die süddeutsche Meisterin von der SSG Leipzig, Jasmin Fischeder. Auf der Bahn 7 startet für die Sportunion Neckarsulm die Teilnehmerin an den Europameisterschaften, Bente Fischer. Und auf der Bahn 8 startet für den SC Wiesbaden die ukrainische Meisterin im Jahrgang 2006, Anna Jakubenko. Das Finale, 50 Meter Brust weiblich. Und Bente Fischer auf der Bahn 7 war bei der EM in Rom über die 200 Meter Brust am Start. Diese 50 Meter auf der Kurzbahn sind etwas außerhalb ihrer Komfortzone. Es lohnt sich deshalb ein Blick auf die Mittelbahnen. Nele Schulze und Julia Tietze, die bei den deutschen Meisterschaften auf der Langbahn sich schon das Podium Platz 1 und 2 erschwommen haben. Und einen leichten Vorsprung konnte sich Nele aus der Wende heraus erschwimmen, weil Julia auf den letzten Metern nochmal deutlich aufschwimmt. Und mit dem etwas besseren Ende gewinnt Nele Schulze in 30,64 ihren dritten deutschen Meistertitel auf der Kurzbahn in diesem Jahr. Zweite wird Anneluise Pallmanns in 30,79 und den dritten Platz belegt Julia Tietze in 31,05 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Und damit kommen wir zum Finale von JEM AO über die 50 Meter Brust der Herren. Auf der Bahn 1 am Start für die SSG Samax Ritter, Philipp Osatzki. Auf der Bahn 2 vom Potsdamer SV, Zweiter der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Jahrgang 2006, Kenneth Bock. Auf der Bahn 3 für den Deutschen Schwimmverband, Emilian Hollang. Auf der Bahn 4 für die SSG Samax Ritter, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2006, Michael Raje. Auf der Bahn 5 vom Wartenburger SC, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2005, Christopher Weidner. Auf der Bahn 6 am Start vom SC Chemnitz, Enzio Rewesch. Auf der Bahn 7 vom SV Cannstatt, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2007, Subay Bealtaev. Und auf der Bahn 8 für den SFE Hamburg, Niklas Schwebel. Das 50 Meter Brust JEM AO Finale. In diesem Rennen ist es durchaus möglich, dass wir einen weiteren deutschen Jahrgangsrekord erleben werden. In den Jahrgang 2006 liegt dieser bei 27,70 Sekunden. Wird ebenso vom Jahrgang 2007 ist es möglich für Subay Bealtaev, der einen deutschen Jahrgangsrekord schwimmen kann. Aber jetzt hier im Ende des Rennens, Endphase, vorne Christopher Weidner vom Wartenburger SC in 27,91 vor Enzio Rewesch vom SC Chemnitz mit 28,21 und Michael Raje von der SG Samax Ritter mit 28,35. Und hier auch das offizielle Ergebnis stimmt.
kommen wir zum offenen Finale über 50 Meter Brust männlich. Auf der Bahn 1 am Start für die SG Bayer Alexander Kühling. Auf der Bahn 2 für die SG Essen, Zweiter der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die 200 Brust, Maximilian Pilger. Auf der Bahn 3 für die SV Wacker Burghausen, Sechster der Junioren-Europameisterschaft, Manuel Kohlschmidt. Auf der Bahn 4 für den SC Wiesbaden, Dritter der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Urs-Laurin Bludau. Auf der Bahn 5 der Titelverteidiger und Dritter der Europameisterschaften von der SG Frankfurt, Lukas Mazzarath. Auf der Bahn 6 für den Zeller Schwimmclub, Zweiter der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Philipp Brandt. Auf der Bahn 7 für die SG EWR Rheinhessen-Mainz, Zweiter der Deutschen Jahresmeisterschaften, Matthias Schönung. Und auf der Bahn 8 für die SC Wiesbaden, King Struif. Ja, die Vorlaufzeiten in diesem waren sehr, sehr eng. Es sind nur 400stel zwischen den ersten drei Platzierten, die sich hier für das Finale qualifiziert haben. Manuel Kohlschmidt, Urs-Laurin Bludau und Tulgas Mazzarath. Vorne an der Wende jetzt aber Manuel Kohlschmidt vor Urs-Laurin Bludau und King Struif hier mit dabei. Ich denke, es wird einen sehr, sehr engen Zieleinschlag geben in diesem Rennen. Hier leicht vorne die Bahn 3. Und das ist richtig, Manuel Kohlschmidt vom SV Wacker Burghausen mit 26,91 hier den ersten Anschlag von Lukas Mazzarath in 26,98 und Urs-Laurin Bludau von der SC Wiesbaden mit 27,25 so das offizielle Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch! Das war durchaus eine kleine Überraschung und wir hoffen auf ähnliche spannende Rennen in den folgenden Finals. 200 Meter Lagen weiblich. Wir beginnen mit den JTM- und AOF-Jahrgängen. Auf der Bahn 1 startet für die SG Essen die Vize-Jahrgangsmeisterin Sarah Selimovic. Auf der Bahn 2 startet für die TB Erlangen die Jahrgangsmeisterin, die Goldmedaillengewinnerin über 200 Lagen, Alina Bajewitsch. Auf der Bahn 3 sehen wir für die SSG Leipzig die dritte der süddeutschen Meisterschaften, Alia Scheffel. Auf Bahn Nummer 4 schwimmt für den SC Wiesbaden die Silbermedaillengewinnerin der DJM über 400 Meter Lagen, Fiona Annabel Kufal. Auf der Bahn 5 startet die Bronzemedaillengewinnerin der DJM für den SV Halle Saale, Eva Zurbrügge. Auf der Bahn 6 sehen wir für den Deutschen Schwimmverband die Goldmedaillengewinnerin über diese Strecke bei den DJM, Noel Benkler. Und auf der Bahn 7 startet für die TB Erlangen die Bronzemedaillengewinnerin über 400 Meter Lagen, Anna Barth. Und das Feld komplettiert auf der Bahn 8 für den Wardenburger SC am Start, Carlotta Ingenerv. Es folgt das Finale, 200 Meter Lagen, JTM, AOF-Jahrgänge. Thank you.
Und Noel Bengler auf der Bahn 6 war gestern beteiligt am wahnsinnig emotionalen 400 Meter Lagenfinale und versucht heute ihre dort herausragende Leistung über die halbe Distanz noch einmal zu krönen. Aber die 200 Lagen bieten auch die Gelegenheit für jede Sportlerin, ihre Stärken auszuspielen. Das ist der Grund, weshalb auf der Bahn 2 die offene deutsche Kurzbahnmeisterin Alina Bajewich im Moment in Front liegt, dicht gefolgt von Eva zur Brücke, die jetzt über die Rückenstrecke etwas aufholen dürfte. Und die ersten vier Mädchen sind noch sehr, sehr dicht beisammen. Und die einzige wirkliche Brustspezialistin, die hier unterwegs ist, ist im Moment auf der Bahn 3 für die SSG Leipzig, Alia Schiffel, die hier ganz klare Vorteile haben dürfte. Auf der Bahn 6, Noel Bengler hat es aber geschafft, sich über die Rückenstrecke einen kleinen Vorsprung herauszuschwimmen. Und die 50 Meter sind jetzt nicht sehr lang, um diesen Rückstand aufzuholen. Aber beide gehen Kopf an Kopf auf die zweite Brustbahn. Und Alia gelingt es hier, Zug um Zug, sich einen kleinen, halbe Körperlänge großen Vorsprung zu erschwimmen. Noel Bengler wendet als Zweite knapp dahinter Alina Bajewich von der TB Erlangen. Aber gerade um den Platz 3 ist es ein sehr, sehr enges Rennen zwischen Sarah Selimowitsch, Alina Bajewich, zwischen der Bahn Nummer 5 Eva zur Brücke und hinten auf der Bahn 8 Carlotta Ingenerv, die auch noch ein Wörtchen mitzureden hat bei der Bronzemedaillenvergabe. Vorne ist es ein enges Duell. Noel Bengler mit einem wahnsinnig starken Schlusssport. Das hat sie gestern schon über die 400 Meter ausgezeichnet. Überholt hier Alia Schiffel und schlägt als Erste an. Alia Schiffel gewinnt den zweiten Platz und Eva Zurbrücke wird Dritte. 2:15:49 für Noel. Herzlichen Glückwunsch. Das Ergebnis ist offiziell. Damit geht der zweite Platz an Alia Schiffel und der dritte Platz an Eva Zurbrügge. Es folgt das Finale in der offenen Klasse über 200 Meter Lagen weiblich. Auf der Bahn 1 am Start, die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften für den SV Cannstatt, Linda Roth. Auf der Bahn 2 sehen wir für den deutschen Schwimmverband die Olympiateilnehmerin in der 4x100 Meter Freistilstaffel, Lisa Höping. Auf der Bahn 3 für die Sportunion Neckarsulm am Start, die EM-Teilnehmerin über die 200 Meter Brust, Bente Fischer. Auf der Bahn 4 startet für den deutschen Schwimmverband die dreimalige Kurzbahnmeisterin Nele Schulze. Auf der Bahn 5 startet für den SV Nicker Heidelberg die deutsche Meisterin über 200 Meter Lagen Zoe Vogelmann. Auf der Bahn 6 sehen wir für die SG Stadtwerke München dabei Julia Tietze. Auf der Bahn 7 startet für den SV Nicker Heidelberg die deutsche Vizemeisterin Kelly Messel. Und das Feld wird komplettiert auf der Bahn 8 für die SG Essen am Start Jennifer Pietrasch. Es folgt das Finale 200 Meter Lagen weiblich.
Auf der Bahn 1 sehen wir die erste 14-jährige Linda Roth, die ein absolutes Mammutprogramm hat. Das dürfte inzwischen schon ihr 10. Start sein, den sie hier in den 3 Wettkampftagen absolviert und schlägt sich dabei bisher sehr, sehr wacker. Das ganz entscheidende Duell wird sich aber in der Mitte abspielen zwischen Zoe Vogelmann und Nele Schulze. Und Zoe Vogelmann war gestern über die 400 Meter Lagen so schnell unterwegs, dass sie sich in der ewigen deutschen Bestenliste unter die Top 10 geschwommen hat. Sie hat ihre Stärken am Ende des Rennens über die Brust- und Freistilstrecken. Und Zoe scheint sich hier einiges vorgenommen zu haben, möchte ihren 400-Meter-Lagenerfolg noch mal einiges nachlegen, geht jetzt auf ihre stärkste Lage, würde ich sagen, auf die Brustdistanz. Jetzt können wir alle zugucken, wie sie Zug um Zug ihren Vorsprung vergrößern wird. Interessant wird sein zu sehen, was Nele hier auf der Bahn 4 noch leisten kann. Sie ähnlich wie Bente und Julia Tietze gerade über die 50 Meter Brust noch im Wasser. Das ist ja keine 5 Minuten her, dass die 3 Damen hier schon unterwegs waren. Und Zoe Vogelmann erhält harte Konkurrenz von Julia auf der Bahn 6. Und auf der Bahn 3 hat Bente Fischer ihren 3. Platz behauptet. Und wird jetzt spannend sein zu sehen. Nela hatte ihre Stärken in den vergangenen Tagen auf den letzten 50 bis 100 Metern. Das scheint auch jetzt wieder so zu sein. Zumindest wird der Abstand zum 2. Rang Stück für Stück kleiner. Das wird nicht reichen. Vorne gibt es ein Duell zwischen Zoe Vogelmann und Julia Tietze, die sich hier auf den letzten Metern nochmal bis zu den letzten Kräften bekämpfen. Mit dem knapp besseren Ende für Julia Tietze in 2:11:44 vor Zoe Vogelmann 2:11:58. Und Nele Schulze erschwimmt sich tatsächlich noch den Bronzerang in 2:12:31, ganz knapp vor Bente Fischer in 2:13:00. Dieses Ergebnis ist offiziell. Damit herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Damit kommen wir zum Finale über 200 Meter Lagenherren für die JTM AOF-Wertung. Auf der Bahn 1 vom SV Augsburg, 3. der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften über die 400 Meter Lagen, Robin Lienhardt. Auf der Bahn 2 vom VfL Osnabrück, Jonathan Tuck. Auf der Bahn 3 für die SG Rethen Saarstedt, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2005, Finn Wendland. Auf der Bahn 4 vom SV Wacker Burghausen, der 3. der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Nico Wasten. Auf der Bahn 5 vom SC Chemnitz, der 2. der JDM AOF-Wertung über die 200 Meter Schmetterling, Enzio Rives. Auf der Bahn 6 von der SGS, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2006, Finn Hammer. Auf der Bahn 7 vom SC Magdeburg, 3. der JTM AOF-Wertung über die 400 Meter Lagen, Lukas Schöttke. Und auf der Bahn 8 vom SSF Bonn, William Gotzell. Das JTM AOF-Finale über 200 Meter Lagen männlich.
Ja, hier in diesem Finale sind lauter Schimmer am Start. In dem nächsten Finale wird keiner für diese Wertung antreten. Und es sind auch die drei Schimmer hier am Start, die über diese 400 Meter Lagendistanz sich die Platzierung aufgeteilt haben. Das sind auf der Bahn 3 Finn Wendland, der das gewonnen hat, das 400 Meter Lagenfinale, vor der Bahn 6 Finn Hammer. Und Luca Schöttke war auch mit dir noch bei den 400 Meter Lagen auf dem Podest. Aber vorne hier der dritte der deutschen Jahrgangsmeisterschaft, Nico Basten vom SV Burghausen, der dieses Feld über die Rückendistanz anführt. Auch hier als erster wendet vor Finn Wendland von der SG Rethen-Sarstedt auf der Bahn 3, Bahn 6. Finn Hammer von der SG Essen als dritter hier an der Wende, wo es weitergeht mit der Bruststrecke. Und Nico und Finn haben jetzt hier die Position gewechselt. Vorneweg jetzt Finn Wendland von der SG Rethen-Sarstedt. Und Finn Hammer noch hier mit auf den Podestplatzierungen dabei. Über die Bruststrecke verändert sich ja erfahrungsgemäß immer sehr gerne etwas. Die Brustschimmer sind da bevorteilt. Finn Wendland hier weiterhin vorneweg an der Wende mit 96 Hundertstel. Nico Basten hinter dran. Finn Hammer kann sich auf dem dritten Platz behaupten. Aber da sieht es relativ eng aus auf dem dritten Platzierung. Da ist noch nicht alles erledigt. Und Finn Wendland jetzt attackiert. Nico Basten attackiert Finn Wendland. Aber der schwimmt jetzt hier mit 201,04. Das Rennen zu Ende von Nico Basten mit 202,02. Und Finn Hammer mit 203,65. Der drittschnellste und auch der drittplatzierte hier in diesem Rennen. Denn das Ergebnis ist offiziell. Und damit kommen wir zum offenen Finale über die 200 Meter Lagen männlich. Auf der Bahn 1 am Start für die SG Gladberg-Recklinghausen, Paul Blümmer. Auf der Bahn 2 für die SG Neukölln-Berlin, er wurde der deutsche Kurzbahnmeister über die 100 Meter Freistil, Luca Nick Armbruster. Auf der Bahn 3 für die SG Neuss, der zweite der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Tobias van Agelen. Auf der Bahn 4 für die Sportunion Neckarsulm, dritte der deutschen Meisterschaften, Ramon Klenz. Auf der Bahn 5 für die SG Mittelfranken, der Titelverteidiger, Jeremias Pock. Auf der Bahn 6 für den SV Nicker Heidelberg, Tim Tennis Kost. Auf der Bahn 7 für die SSG Samax Ritter, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2004, Karl Morris Margold. Und auf der Bahn 8 für die SC Wiesbaden, der dritte der ukrainischen Meisterschaften, Artem Chopota. Das offene Finale über 200 Meter Lagen männlich. Ja, in den Vorläufen als einziger unter 2 Minuten in der Vorlaufzeit mit 1,57,85. Ramon Klenz, der dritte der deutschen Meisterschaft, der sich hier bei diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften schon 3 Einzelmedaillen sichern konnte. Allerdings fehlt die Goldmedaille noch hier in seinem Repertoire. Aber bei der Wende weg, vorneweg Luca Nick Armbruster von der SG Neukölln-Berlin.
der jetzt hier auf die Rückenstrecke als Erster geht, vor Ramon Klenze und Paul Blümer vom SG Gladbeck. Recklinghausen war der Dritte an der Wende. Ja, jetzt ganz deutlich eine Länge vorne. Ramon Klenz von Sportunion Neckarsulm wendet hier als Erster und vor Lukanik Armbruster und Tobias von Agelen, der sich ja fulminant bei den 200 Freistil durchsetzen konnte. Und Ramon wendet weiterhin als Erster mit über einer Sekunde vor Jeremias Pock von der SG Mittelfranken, der sich jetzt hier auf den zweiten Platz geschoben hat. Lukanik Armbruster mit vorne dabei. Ramon auf dem Weg zu seiner ersten Einzelgoldmedaille hier bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Das sieht nach einer sehr klaren Sache aus auf den Plätzen 1 und 2, aber auf dem dritten Platz ist die Sache noch gar nicht so ganz klar. Leichter Vorteil hier auf der 3 für Tobias von Agelen, der auch als Dritter anschlägt. Die Zeiten sind eine 1,55,06 für Ramon Klenz von der Sportunion Neckarsulm mit 1,56,82 für Jeremias Pock von der SG Mittelfranken und Tobias von Agelen erneut auf dem Podest mit 1,58,11 Sekunden. Und dieses Ergebnis ist auch hiermit offiziell. Damit kommen wir zu den letzten Finals des heutigen Tages, den 50 Meter Freistil bei den Frauen und den Herren. Wir beginnen mit den Damen und hier mit den JDM AOF-Jahrgängen. Auf der Bahn 1 startet für die TPSK Jana Strand. Auf der Bahn 2 sehen wir für die SG Berliner Wasserratten die deutsche Jahrgangsmeisterin Clara-Sophie Beierling. Auf der Bahn 3 schwimmt für die SC Magdeburg die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften Anna-Maria Börstler. Auf der Bahn 4 sehen wir für die SG Dortmund die Goldmedaillengewinnerin über die 100 Meter Freistil Selina Springer. Auf der Bahn 5 schwimmt für die SG Frankfurt die süddeutsche Vizemeisterin Pia Helly-Henning. Auf der Bahn 6 sehen wir für die SG Neukölln die Vizemeisterin in den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Lena-Sophie Bauer. Auf der Bahn 7 für den Dresdner SC am Start die fünftplatzierte der DJM Matthäa Schubert. Und auf der Bahn 8 startet für den SV Nika Heidelberg Jette Lenz. Es folgt das Finale 50 Meter Freistil weibliche JDM AOF-Jahrgänge. Meter Freistil, ein wahnsinnig anspruchsvolles Rennen. Es dürfen eigentlich keine Fehler passieren. Jeder Fehler wird sofort bestraft in Form von einem kleinen Rückstand, der kaum mehr aufzuholen ist. Und es ist die spannende Frage, wer von diesen jungen Nachwuchsathletinnen hier das perfekteste Rennen ins Wasser bringt. Es ist ein enger Vierkampf zwischen den Mittelbahnen mit dem etwas besseren Ende für Anna-Maria Börstler auf der Bahn 3 in 25,59 Sekunden. Dahinter Selina Springer 25,68 und Lena
Lena Sophie Bauer für die SG Neukölln-Berlin in 25,71 Sekunden. Das Ergebnis ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Und es erfolgt das schnellste Rennen der diesjährigen deutschen Kurzbahnmeisterschaften, die 50 Meter Freistil der offenen Klasse. Auf der Bahn 1 startet für den SV Rhena Anja Köln die Drittplatzierte der nordrhein-westfälischen Meisterschaften, Iris Julia Berger. Auf der Bahn 2 sehen wir für die Wasserfreunde Spandau 04 am Start die Viertplatzierte der deutschen Meisterschaften, Jasmin Kroll. Auf der Bahn 3 startet für die SG Essen heute im Vorlauf den deutschen Jahrgangsrekord gebrochen und verbessert, Nina Sandrine Jetzi. Auf der Bahn 4 startet für die SG Neukölln-Berlin die dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften des vergangenen Jahres, Angelina Köhler. Auf der Bahn 5 sehen wir für den SC Aqua Köln die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Jessica Felsner. Auf der Bahn 6 für die SG Frankfurt am Start die süddeutsche Vize-Jahrgangsmeisterin Nika Steigerwald. Auf der Bahn 7 sehen wir für die SG Heddesheim am Start Marjaleen Rohrbach. Und auf der Bahn 8 startet die deutsche Jahrgangsmeisterin für die SG Essen, Juliana Dora Bokschka. Das Finale, 50 Meter Freistil weiblich. Auf der Bahn 3 Nina Sandrine Jesse, heute nach 24,70 Sekunden im Ziel gewesen, garantiert mit dem Anspruch, diese neue Bestzeit noch einmal verbessern zu wollen. Und mit etwas kräftigeren Zügen kann sich Angelina Köhler vom Feld etwas absetzen, wird das Rennen als erste beenden in 24,41 Sekunden. Auf dem zweiten Platz Nina Sandrine Jesse 24,53 Sekunden und dritte wird Jessica Felsner in 24,65 Sekunden. Und ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, wir haben einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Noch nie war eine 17-Jährige schneller als heute hier. Nina Sandrine Jesse 24,35. Herzlichen Glückwunsch! Und damit kommen wir zum JTM-AO-Finale über die 50 Meter Freistil männlich. Auf der Bahn 1 für die SG Essen Jan Rogalski. Auf der Bahn 2 vom SC Wiesbaden, zweite vom JTM-AO-Finale über die 100 Freistil Mason Köth. Auf der Bahn 3 für die SSG Samax Ritter, Brendan Adriano Gönnerwan. Auf der Bahn 4 für die SSG Braunschweiger gewann das JTM-AO-Finale über die 100 Freistil Martin Wrede. Auf der Bahn 5 für die Wasserfreunde Spandau Agustine Rasche. Auf der Bahn 6 für die SSG Samax Ritter der süddeutsche Jahrgangsmeister im Jahr 2006 Michael Reihe. Auf der Bahn 7 von TPSK 1925 Maximilian Scheuermann. Und auf der Bahn 8 für die SG Mittelfranken Lorenz Beck. Das JTM-AO-Finale über 50 Meter Freistil männlich.
Ja, in diesem Finale wird auch der deutsche Nachwuchskurzbahnmeister in diesem Jahr ermittelt, da im offenen Finale keiner antritt, der in diese Wertung reinfällt. Martin Rehde vorne von SG Braunschweig auf der 4, aber dicht auf, noch auf der 3. Brandon Adriano Gönnewann, der Anschlag ist für Martin Rehde von SG Braunschweig mit 22,63 Sekunden vor Brandon Adriano Gönnewann von 22,76 die Zeit und Agustin Rasche von den Wasserfreunden Spandau mit 23,09 Sekunden. Diese drei hier auf dem Podest nachher bei der Siegerehrung. Herzlichen Glückwunsch! Und dann machen wir gleich weiter mit dem offenen Finale über 50 Meter Freistil männlich. Auf der Bahn 1 am Start für die SG Bamberg der deutsche Kurzbahnmeister Martin Spörlein. Auf der Bahn 2 für die SG Bayer, der zweite der deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die 100 Freistil, Moritz Schaller. Auf der Bahn 3 für die ST Erzgebirge, dritte der deutschen Meisterschaften und deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Stefano Razzetto. Auf der Bahn 4 für die SG Frankfurt, der mehrfache Olympia-Weltmeister und Europameister-Medaillengewinner, Chad Leclau. Auf der Bahn 5 für der SC Aqua Köln, der deutsche Rekordhalter über die 4x50 Meter Freistil, Christoph Fildebrand. Auf der Bahn 6 für die SG Frankfurt, der süddeutsche Jahrgangsmeister Osama Sanune. Auf der Bahn 7 für die SG Frankfurt, für der vierte der deutschen Meisterschaften, Sebastian Pierre-Louis. Und auf der Bahn 8 für die SC Delfin Lübeck, Kirill Lammert. Das offene Finale über 50 Meter Freistil männlich. Der Vorlaufschnellste hier, Chad Leclau mit der 21,89, der Einzige, der unter der 22er-Marke war, wendet hier auch als Erster in diesem Rennen vor Stefano Razzetto, der immer wieder gut ist für ein Finale bei den deutschen Meisterschaften oder deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Anschlagzeit 21,46, eine fantastische Zeit, nur 0,4 über seine persönliche Bestzeit für Chad Leclau von SG Frankfurt. Vor Moritz Schaller in 21,84 und nur 0,08 dahinter für Christoph Fildebrand von SC Aqua Köln. Ein fulminantes Finale hier zum Abschluss von diesem dritten Wettkampftag. Und auch hier das Ergebnis offiziell. Herzlichen Glückwunsch an die Schwimmer. Und ich bitte dann alle, sich jetzt dann gleich in Richtung Siegerehrung zu begeben, damit wir diese Siegerehrungen noch durchführen können.
Und dann kommen wir gleich zu den Siegerehrungen für die soeben beendeten 50 Meter Brust, 200 Meter Lagen und 50 Meter Freistil. Wir bitten alle Medaillengewinner und Gewinnerinnen nach vorne Richtung Wendebrücke. Dort rechts befindet sich der Sammelplatz für die Siegerehrung. Die Siegerehrung über die 50 Meter Brust wird durchgeführt von Tjaak Schröder, dem Abteilungsleiter Wettkampfsport Schwimmen im Deutschen Schwimmverband. Wir rufen folgende Sportlerinnen zur Siegerehrung auf. Nele Schulze, Anneluise Pallmanns, Julia Tietze, Nika Steigerwald, Anna Jakubenko, Alia Schiffel, Julia Tietze, Zoe Vogelmann, Nele Schulze, Linda Roth, Noel Benkler, Alia Schiffel, Angelina Köhler, Nina Sandrin Yassi, Jessica Felsner, Juliana Dora Bokschka, Nika Steigerwald, Anna-Maria Börstler, sowie bei den Herren Manuel Kohlschmidt, Lukas Mazerat, Urs-Lauren Bludau, Christoph Weidner, Enzio Rewisch, Michael Rahe, Ramon Klenz, Jeremias Pock, Tobias van Agelen, Finn Wendland, Nico Basten, Finn Hammer und Chet Leclos, Moritz Schaller, Christoph Fildebrand, Martin Wrede, Brandon Adriano, Gonnawan und Augustin Rasche. Die genannten Sportlerinnen und Sportler bitte zur Siegerehrung, damit wir euch eure Ehrungen geben können. Achtung, Siegerehrung. Über 50 Meter Brust im JTM A-Aufwertung belegte den dritten Platz in 32,32 Sekunden für die SSG Leipzig, Alia Schiffel. Den zweiten Platz, Second Place to SC Wiesbaden in 32,18 Sekunden, Anna Jakubenko. Und den ersten Platz und deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin wird von der SG Frankfurt in 31,82 Sekunden Nika Steigerwald. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Wir kommen zur Siegerehrung 50 Meter Brust weiblich offene Klasse. Den dritten Platz belegt für die SG Stadtwerke München in 31,05 Sekunden Julia Tietze. Deutsche Vizemeisterin auf der Kurzbahn wird für den SC Wiesbaden in 30,79 Sekunden Anneluise Pallmanns. Und Siegerin und den Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin wird SG Neukölln-Berlin in 30,64 Sekunden Nele Schulze.
Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Und damit kommen wir zur Siegerehrung über die 50 Meter Brust der Herren für die JTM Aufwertung. Auf dem dritten Platz in 28,35 Sekunden für die SSD Samax-Ritter Michael Reihe. Auf dem zweiten Platz in 28,21 Sekunden vom SC Chemnitz Enzio Rebesch. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 27,91 vom Wadenburger SC Christopher Weidner. Und wir kommen zur Siegerehrung für das offene Finale über 50 Meter Brust der Herren. Auf dem dritten Platz sind 27,25 Sekunden von der SC Wiesbaden aus Laurin Bludau. Auf Platz 2 in 26,98 Sekunden vom SG Frankfurt, Lukas Mazzarat. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 26,91 Sekunden vom SV Wackerburghausen, Manuel Kohlschmidt. Wir kommen zur Siegerehrung 200 Meter Lagen weiblich der JTM und AOF-Jahrgänge. Den dritten Platz belegt für die SSG Leipzig in 2 Minuten 16,94 Sekunden Alia Schiffel. Den zweiten Platz und die Silbermedaille gewinnt für den Deutschen Schwimmverband in 2:15:49 Noel Benkler. Und den ersten Platz in 2 Minuten 15:97 für den SV Cannstatt belegte Linda Roth. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Damit kommen wir zur Siegerehrung 200 Meter Lagen weiblich in der offenen Klasse. Den dritten Platz belegt in einer Zeit von 2 Minuten 12,31 Sekunden für den Deutschen Schwimmverband Nele Schulze.
den zweiten Platz und damit den Titel Deutsche Vize-Kurzbahnmeisterin gewinnt in 2 Minuten 11,58 für den SV Nicker Heidelberg, Zoe Vogelmann. Und den Sieg und den Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin gewinnt für die SG Stadtwerke München in 2:11:44 Julia Tietze. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Und damit kommen wir zur JDM-EOF-Siegerehrung über die 200 Meter Lagen der Herren. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 2 Minuten 03,65 Sekunden von der SG Essen, Finn Hammer. Auf dem zweiten Platz in 2 Minuten 02,02 vom SV Wackerburghausen, Nico Basten. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 2 Minuten 01,04 Sekunden von SG Rethen Saarstedt, Finn Wendland. Herzlichen Glückwunsch an die Schwimmer. Willkommen zur Siegerehrung über das offene Finale 200 Meter Lagen männlich. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 1 Minute 58,11 Sekunden von der SG Neuss, Tobias van Agelen. Auf dem zweiten Platz in 1 Minute 56,82 Sekunden von der SG Mittelfranken, Jeremias Pock. Und auf dem ersten Platz in 1 Minute 55,06 Sekunden, somit deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 von der Sportunion Neckarsulm, Ramon Glenz. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer. Wir setzen die Siegerehrung fort mit den 50 Meter Freistil weiblich. Wir beginnen mit den JTM- und AOF-Jahrgängen. Im Jahrgang 2006 bis 2009 gewinnt die Bronzemedaille für den SC Magdeburg in 25,59 Sekunden Anna-Maria Börstler. Die Silbermedaille gewinnt für die SG Frankfurt in 25,41 Sekunden Nika Steigerwald.
und den Sieg mit einer Hundertstel Vorsprung und 25,40 Sekunden erschwimmt für die SG Essen, Juliana Dora Bokschka. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Damit kommen wir zur letzten Siegerehrung auf der Frauenseite des heutigen Tages. 50 Meter Freistil weiblich in der offenen Wertung. Und in einem sehr, sehr schnellen Finale gewinnt die Bronzemedaille für die SC Aqua Köln in 24,65 Sekunden Jessica Felsner. Die Silbermedaillengewinnerin, die Silbermedaille erschwimmt sich für die SG Essen mit einer Verbesserung ihres heute Morgen aufgestellten deutschen Jahrgangsrekordes. 24,53 Sekunden für Nina Sandrine Yazzi. Und die Goldmedaille und der Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin 2022 geht in 24,41 Sekunden an die SG Neukölln, an Angelina Köhler. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin und die Platzierten. Und damit kommen wir noch zur Siegerehrung für die JMA auf Wertung über die 50 Meter Freistil männlich. Auf dem dritten Platz sind 23,09 Sekunden von der Wasserfreund Spandau Agustine Raschel. Auf dem zweiten Platz sind 22,76 Sekunden für die SSG Samax-Ritter Brendan Adriano Gönnerwan. Und deutsche Nachwuchskurzbahnmeister im Jahr 2022 in 22,63 Sekunden von der SSG Braunschweig Martin Wrede. Herzlichen Glückwunsch! Und damit kommen wir zur letzten Siegerehrung über die 50 Meter Freistil für das offene Finale. Die Siegerehrung wird durchgeführt von Volkmar Schwarz, dem Geschäftsführer des Stadtsportbundes Wuppertal. Auf dem dritten Platz in 21,92 Sekunden vom SC Aqua Köln Christoph Wildebrandt. Auf dem zweiten Platz in 21,84 Sekunden von der SG Bayern Moritz Schaller. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 21,46 Sekunden von der SG Frankfurt, Chad LeClos. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer. Noch einmal herzlichen Dank für dieses abschließende, packende Finale von diesem dritten Wettkampftag hier bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft im Schwimmen.
Und damit bleibt uns nur noch das Kampfgericht in den verdienten Feierabend zu schicken. Herzlichen Dank und eine gute Erholung. Bis morgen dann hier wieder am Beckenrand.